Gruppe selbst ins. Kannst du ja nicht, weil ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja, nicht, hast du ja nicht. Also, Sie haben ja Nerven, muss ich sagen. Was kicken Sie mich so an? Kann ich doch nicht dafür. Arschloch. Ja, dann darf ich Sie alle ganz, ganz herzlich in der neuen Gruppe hier der anonymen Autoritätslosen begrüßen. Und ich würde sagen, bevor wir hier lange rumreden oder bevor ich lange rumrede, stellen wir uns doch einfach mal alle ein bisschen vor. Fangen wir doch einfach mal mit Ihnen an. Ich bin Seifried Schölling, ich bin Bauleiter eines Großbauprojekts und ich habe das Problem, dass schon morgens auf der Baustelle, wenn ich meine Anweisung für den Tag gebe, dass ich da nicht ernst genommen werde. Ich vermute, dass es daran liegt, dass den meisten meine Konzepte und Vorstellungen zu anspruchsvoll sind. Aber mir ist es ähnlich. Ich bin der Henning und ich bin Leiter einer großen internationalen Finanzinstitution und stelle in letzter Zeit ein großes Autoritätsdefizit fest, was mit meinem Aufstieg und den damit verbundenen Privilegien zu tun haben könnte. Ja. Ja, mein Name ist Joey, ich bin Schwergewichtsboxer und ich spiele in letzter Zeit bei meinen Gegnern eine wachsende Arroganz. Aber nicht nur im Ring, sondern auch also bei Bücher und Pressekonferenzen. Ich nehme an, dass das zusammenhängt mit meiner schweren Schulterverletzung. Ich habe es aber eigentlich schon ausprobiert. Dann würde ich sagen, vielleicht einfach mal, bevor wir weitermachen, dass wir einfach mal, um uns ein bisschen aufzubauen, unsere allgemeine Motivationsformel einfach mal praktizieren. Wir nehmen uns an den Händen. Ab morgen wird alles anders. Ab morgen wird alles okay. Ab morgen wird alles anders. Hey, hey, hey. Gut. Ob wir da nicht einen Arzt zu kriegen können, der das bescheinigt, dass Frau Grätz eine Frühgeburt, wenn die das zeitlich nicht begrenzt haben? Ich meine, wenn wir nachweisen können, dass Frau Grätz eine Frühgeburt war, ich meine, da würden wir doch eine Menge sparen. Aber umgerechnet ist es schon, nicht? 35 Zentimeter kosten 12 Mark. 1,80 Meter kosten 410. Und wenn man mal rechnet, sagen wir mal, 5 mal 35, ja? Das wären dann 150 Zentimeter. Und 5 mal 5 sind 25, 1 Meter. 1,75 Meter kosten demnach nur 60 Mark. Ich lasse mich jedenfalls nicht für doof verkaufen. 1,75 Meter Frühgeburt kosten demnach 60 Mark. 1,80 Meter gesunder, normaler Mensch, 410. Ihr denkt wohl, das merken wir nicht. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt Reisen nach Steinkirchen an, bitte. Auf den Hof mit Schwachen. Aber Unterprivilegierte, wie ihr diese Typen nennt, also Frühgeburten und Gammler, die kriegen es hinten und vorne eingestellt.